Nordsee, die unfassbare Festung. Okay. Willst du mal tauschen? Ich guck Commander, du Commander. Nö, können wir ruhig so lassen. Ich habe mich in meiner Rolle zurechtgefunden. Du hast ja nur Angst vor den Angriffen, die mehr kommen bei mir. Okay, ich gehe weiter. Du die Kamera tolle Show, ja Commander, verdammt gute Arbeit. Sollten die Leute das auch sehen. Diese zurückeroberten okay. Zerstörer werden uns bestimmt sehr nützlich sein beim Versenken dieser Inselfestungen. Sir, Premier Schardenko ist in der Leitung. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Meine Herren. Oberbefehlshaber Bingham. Ich wollte Ihnen persönlich danken für all Ihre Mühen, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen. Sehr nett von Ihnen, aber danken Sie unserem Kommandant. Sieht aus, als wenn Natascha was in der Hose hätte. Er leitete den Angriff auf Ach, bitte. Ja, auch Ihnen gilt mein Dank, Kommandant. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Nataschas Beitrag auf dem Schlachtfeld. Sie ist eine unserer Besten. Ja, wir werden Ihre Natascha und jeden Ihrer Männer benötigen für die Zerstörung der schwimmenden Festung im Nordatlantik. Das ist richtig. Viel Glück, meine Herren. Danke. Diese Bedrohung hat den ganzen Schiffsverkehr in der Nordsee lahmgelegt. Aber mit unseren Zerstörern und der Hilfe der Sowjets haben wir vielleicht eine Chance. An die Arbeit, Commander. Okay. Etwas wie diese Festung habe ich noch nie gesehen. Niemand hat das. Sie ist eine komplett bewaffnete mobile Stadt und beherrscht alle Wasserstraßen in der Region. Es sieht so aus, dass wir die Taktik ändern müssen. Koordinieren Sie die Angriffe mit der sowjetischen Flotte. Ich weiß, Sie hassen die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Aber Field Marshal Bingham ist ein sehr kluger Mann. Ich bin sicher, er weiß, was er tut. Okay. Übrigens, weil du gesagt hattest, Natascha heißt, also die Schauspielerin von Natascha heißt Gina Carano und ist Profi, nicht Wrestlerin, aber irgendwie kampfsportartenmäßig unterwegs. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja. Okay. Übrigens, die Tanja spielt ist auch irgendwie in Kampfsport verwickelt. Also, die haben schon Schauspieler gefunden, die auch an die Rollen angepasst sind. Also, finde ich auch super. Hättest du ja Pamela Anderson in der Rolle vorstellen können? Pamela Anderson als Tanja. Boah, okay, fangen wir an, okay? Heute Nacht habe ich wieder Albträume. Stell dir das genau in dem Kostüm vor, in dem die Tanja jetzt herum. Nein. Anderes Thema bitte. Boah, das hat aber gerade so hingehauen, ne? Ja, Ach und Krach. Neues Einsatzziel erhalten. Das ist jetzt. Schlachtschiffe sind Informationen über die schwimmende Festung. Schirmen Sie unser Bergungsschiff ab, während wir die Daten sichern. Das ist ein Scherz, oder? Feindliche Einheiten entdeckt. Haha. Ich kann die Waffen. Ich kann die Waffen von denen lahmlegen. Ich kann die Waffen von denen lahmlegen, das kannst du nicht. Dafür spielst du schwule Haie. Elf. Ja, okay, ja. Hast ja schon gewonnen, ich gebe schon auf. Ich sehe schon Greenpeace kommen. Das sind keine schwulen Haie. Greenpeace an die Macht, jawohl. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich sehe sie. Jawohl, da haben wir eigentlich. Ja, komm, es ist ja auch langweilig. Ich lege die Waffen von denen lahm und wir können die runterschießen. Ups. Wo sind deine Delfine? Sind sie tot? Ach ne, da sind sie. Ja, sobald ich die Waffen von denen lahmgelegt habe, ist das Kinderjause. Das ist. Mach mal so einen Delfinangriff. Ja, ich lass dir angreifen, aber deine Tesla-Spuren sind irgendwie. Ach verdammt. Also Tesla-Spuren, deine Stingrays sind irgendwie im Weg meistens. Bis die da sind. Ich find's aber so cool, die Delfine sind so groß wie die Schiffe. Da
Daten gesichert. Analyse läuft. Das wollte ich mal erwähnt haben. Diese mutierte Delfine. Ja, ich wette, dass das Paket, das sie im Rücken haben, was wir letztes Mal besprochen haben, ist irgendwo so ein Mutagen-Injektor, was sind das? Die schwimmende Festung des Reichs befindet sich nah bei ihnen, aber ihre Langstreckenartillerie macht ein Näherkommen unmöglich. Aufklärungsschiffe kreuzen in den Gewässern. Sie müssen diese Schiffe finden und sie versenken. Oder das sind Delfine aus Darkspore und haben irgendwie die Kryogenese. Quantengenese. Ich bin als feindliche Einheit getarnt, also. Ich schalte den Strom aus, dann kannst du hin. Nein! Oh. Was macht sie denn? Sie rennt einfach weiter. Ich sag doch, warte noch, ich schalte den Strom aus, dann kannst du hin. Es tut mir leid. Egal. Aber ich hab sie weggezogen, sie ist trotzdem weitergelaufen. Ich dachte schon, sie ist nämlich ein kleines Stückchen weg. Ja, Frau, du sagst es. nix gegen meine Zuschauerinnen. Aber das ist ein KI-Bug, den machen alle Einheiten, das will ich nur klarstellen. Ich lade mal alliierte Nordsee, mal schauen, was das für ein Zwischenspeichern ist. Okay. Beweg dich jetzt nicht, lass mir meine Tarnung, sonst schießen die Geschütze auf mich. Nein, schieß dir nicht weg! Du musst mich doch tarnen. Ich hab sie schon weggezogen. Alter. Ich muss doch meine Einheiten tarnen, meine Spione, sonst schießen die Geschütze auf mich. Sonst jetzt heiz den Reaktor weg, das reicht. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Ja, Sir. Ich komme erst nah genug heran, wenn der Generator deaktiviert ist. So, ich schalte den zweiten schon aus, also wenn du dich ein kleines bisschen beeilen würdest, kannst schon hin. Wie macht sich die Verkleidung? Vorsicht vor den Speeren. Okay, bereit fürs dritte? Ich mach's mir gemütlich. Ja, Sir. Ich seh mich mal um. Okay, Spion ist unterwegs. Wie sehe ich aus? Schnell, bevor ich entdeckt werde. Schnell wie der Wind. Ja, es leckt gerade ein bisschen. Womit wir wieder beim Thema Internetverbindung und Alarmstufe rot werden. Oder überhaupt Command & Conquer. Natascha könnte es versenken. Sie muss nicht, wenn sie nicht will. Hahaha, da haben wir es wieder. Generatoren zerstört. Und jetzt das Radarboot. Und Bomb. Neutralisiert. Einsatzziel erreicht. So, nächstes Thema. Jetzt komme ich dran mit Agent. Das zweite Radarboot ist gut abgeschirmt. Wir müssen vorsichtig sein. Nun, da die Radarboote versenkt sind, können unsere MBFs in Position gehen. Die Ingenieure können diese Kraftwerke hacken, um die Abwehrsysteme lahmzulegen. Zerstören sie aber nicht, sonst werden die Japaner misstrauisch. Neues Einsatz. Jetzt ist meine Frage. Tanja hier, ich bin soweit. Wie schaffe ich das? Geladen und entsichert. Neues Bonusziel erhalten. Sei bloß vorsichtig mit deinen Ingenieuren, du brauchst alle vier. Du musst alle vier Generatoren einnehmen. Gehen ersten rein. Es funktioniert. Die Geschütze fallen aus. Sofort. Okay, wir müssen jetzt mit System vorgehen. Jetzt sind die links unten deaktiviert. Ich schalte mal alle Wachen hier aus. Bin unterwegs. Und dann gebe ich dir Bescheid, wenn du runter kannst. Alles klar. Ja. Das ist der, wo ich hinlaufe, also. Schon urlaubsreif? Kein Problem. Sanitäter? Okay, du musst jetzt zum linken Generator der 2 und zwar gleich die letzten Einheiten noch ausschalten. Schon urlaubsreif? Bin unterwegs. Auch schnell die Gesundheit holen und dann. Jawohl. So. Ein Klacks. Okay, kannst du. Das ist eine Geldkiste, ne?
Ja, da hinten auch. Die andere lasse ich dir. Jawohl. Sofort. Schnappen wir uns noch einen. Okay, jetzt ist der rechte Generator hier unten frei. Den kannst du jetzt auch schon holen. Und ich säubere dann dazwischen den Rest verstanden. Oben. Aber hallo. War das schon alles? Kein Problem. Ich erledige das. Hey du, warte. Eine Einheit wird angegriffen. Wie sieht's aus bei dir? Gleich fertig. Okay, weil solange du die Geschütze nicht deaktivierst, kann ich nicht säubern. Bis dann, Mann. Okay, der letzte Generator ist sauber. Kannst du dir holen. Bin dabei. Wo steigt die Party? Bin unterwegs. Sobald du den hast, kann ich das Schiff versenken. Dankeschön. Ich hole noch schnell die Kohle, damit wir die nicht liegen lassen müssen. Zum Radarboot ist frei. Lassen Sie Tanja tun, was sie am besten kann. War das schon alles? Lassen Sie Tanja tun, was sie am besten kann. Lassen wir das, okay? Hauen wir noch ein bisschen über Origin aus oder loben wir Steam noch ein bisschen? Hast du. andere Frage, du hast auch die Games da, ne? Ja. Hast du was, die neue Games da schon gehabt jetzt? Nein, habe ich leider noch nicht. Und die ganzen Videos zu Anno gesehen? Nein, noch nicht. Ich bekam die Games da immer erst am Montag oder Mittwoch darauf, die weil ich. Festung. So eine große Armeeeinheit habe ich noch nie gesehen. Gleich. Bitte nähern Sie sich vorsichtig, Sir. Sie ist nach wie vor gefährlich. Ich bekam den erst später, weil die Post hier im Land etwas schläft und die österreichische Post ist noch nie für Tempo bekannt gewesen. Unser Geheimdienst hat die Vorlagen ausgewertet. Die Festung wird über zwei separate Reaktoren mit Energie versorgt. Erobern Sie beide Reaktoren, dann können Sie mit Ihrer Hilfe die Festung zerstören. Okay. Zwei Reaktoren, zwei Kommandanten. Du weißt, was ich vorhabe? Oder vorhaben möchte? Ja. Du machst beide, ich guck zu. Ja, genau. Nein, wir müssen nämlich beide gleichzeitig einnehmen. Das ist das Problem. Wenn wir nur einen einnehmen, bringt uns das nichts. Der wird nach ein paar Minuten wieder zurückerobert. Die sind zu mächtig da drauf. Okay. Und wir müssen vorher. Was gehen wir denn jetzt am besten? Am Anfang definitiv auf Luft. Wir müssen nämlich einen Brückenkopf einrichten. Cryoschuss bereit. Wird gebaut. Ich muss mir jetzt mal Generatoren bauen und Dingens. Wir haben am Anfang null Chance, Bodeneinheiten zu produzieren. Also irgendwie Lufteinheiten, damit wir die wegbomben können und einen Hafen für ein Dingens. Für einen Prospektor, beziehungsweise was jetzt bei dir, Sputnik. Ja, wofür brauchen wir die? Ja, damit wir dann bei der schwimmenden Festung an Land gehen können. Zum Beispiel. Ach so. Hier. Markierung platziert. Bau abgeschlossen. Da müssen wir dann nämlich irgendwo einen kleinen Vorposten errichten und dort können wir dann die Einheiten rauspumpen. Ja! Ja! Sentry Bomber, ja! Werden wir nur aus der Luft angegriffen oder auch praktisch vom Wasser? Vom Wasser aus auch, aber wir können da ein bisschen vorbeugen, also. Außerdem sollten wir es vielleicht ein bisschen auf die Inseln ausweiten. Da könnten wir zumindest ein paar Bodeneinheiten schon vorproduzieren. Die wir dann wie heißt die Twin Blades, können wir die dann noch rüberbringen. Beziehungsweise Amphibische fahren sowieso rüber. Ich will jetzt nur keine Windiger-Bomber bauen, weil ich die Sentry-Bomber bauen möchte. Wusstest du übrigens, dass die Windiger-Bomber die Windicator, ja, weil ich jetzt gerade noch was anderes dachte schon, weil die Windicator-Bomber teilweise abgeschaut worden sind von einem anderen Entwicklerteam von EA. Nein. Kennst du Command & Conquer 3, also Tiberium war's? Ja. Da hat Not die Vertigo Bomber. Ja.
Zu 75% schauen sich die Modelle ähnlich, die haben nur andere Tragflächen. Okay, einfallsreich. Sehr einfallsreich, ja.